Gibt es Fehlerfreiheit in dieser Welt? Manche Menschen streben nach Fehlerfreiheit. Es gibt auch in der Fertigungskunde, also in der Industriewirtschaft, gibt es den Ausdruck fehlerfrei. Man hat das Ziel, dass eine Produktlinie ohne Fehler produziert werden kann und dass nachher keine Eingangsprüfungen nötig sind. Aber auch schon in der Wirtschaft ist diese Fehlerfreiheit nicht wirklich möglich. Fehlerfreiheit im Menschen ist auch nicht möglich. Menschen kann man schon unterschiedlich sehen. Schon der physische Körper geht durch Verschiedenes hindurch. Schon um in verschiedenen Lebenssituationen überleben zu können, muss der Organismus verschiedene Mechanismen entwickeln. Es ist zum Beispiel wichtig, in Gefahrensituationen schnell zu reagieren. Da ist die Fähigkeit zu Angst und Panik wichtig. Aber wenn im Alltag plötzlich Panik ausbricht, ist es nicht gut. Es ist auch wichtig, zum Beispiel eine gewisse Fähigkeit zur Aggression. Wenn man angegriffen wird, muss man sich verteidigen können. Und dazu braucht man auch eine gewisse Aggression. So ist Aggression und auch Angst, Panik ist wichtig. So ist im Menschen selbst angelegt verschiedene Arten von Verhaltensweisen, die man auch als Fehler ansehen kann. Daher Fehlerfreiheit ist nicht möglich, denn die gleiche Fähigkeit, die in der einen Situation als gut und als hilfreich eingestuft wird, wird in einer anderen Situation als nicht hilfreich eingestuft. Genauso auch kann man sagen, sehr sorgfältiges Arbeiten und sehr gründliches Arbeiten und alles sehr ordentlich und sauber ablegen, klingt erst einmal sehr gut. Aber wenn Geschwindigkeit angesagt ist und wenn etwas plötzlich gehen muss, dann ist eine Verhaftung an zu große Sorgfalt der größte Fehler. In diesem Sinne, Fehlerfreiheit gibt es nicht. Diese Welt ist relativ. Es gibt nur eine Ebene der Existenz jenseits aller Fehler. Das ist Brahman, das ist das Absolute, das Bewusstsein an sich, jenseits aller Dualitäten. In diesem Sinne bist du Nirmala. Nirmala heißt fehlerfrei, makellos. Du bist Niranjana, ohne jede Färbung. Du bist reines, unendliches Selbst.